Vor- und Nachteile von einem Hochbeet gegenüber von Pflanzen, welche man in Kübeln anbaut. Ja, wenn dich das interessiert, was du wo anbauen solltest, dann bleib unbedingt dran, denn bereits nach einem kurzen Intro werde ich dir mehr darüber berichten. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Zusch im Garten. Mein Name ist Zusch Vinzenz und wenn du gerne Gartenvideos schaust, dann lass unbedingt ein Abo da, drück die Abo-Glocke, damit du keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Lass am besten auch gleich ein Like da. Wenn es dir das Video nicht gefallen sollte, kannst du es am Ende immer noch entfernen. Heute geht es um den Vergleich zwischen Hochbeet und Kübeln. Das heißt, welche Pflanzen sollte ich in Kübeln anbauen und welche wiederum im Hochbeet? Was sind die Vorteile vom Hochbeet? Was sind die Vorteile von Kübeln? Und genauso mit den Nachteilen. Ich habe hier ein Hochbeet aus Paletten gebaut. Wenn ihr das nochmal sehen wollt, dann verlinke ich euch das Video gerne mal am Ende dieses Videos. Ja, das ist gar nicht besonders schwer. Ihr braucht einfach 4 bis 6 Paletten, schraubt das Ganze zusammen, behandelt die Hölzer mit etwas Leinöl, damit es nicht kaputt geht. Ist auch nicht so teuer, also so eine Palette bekommt ihr für 10 Euro, kann ich euch unten mal verlinken. Ein paar lange Monsterschrauben und schon kann es losgehen. Der große Vorteil an einem Hochbeet ist auch noch, dass ihr ein Frühbeet reinsetzen könnt. Also ich habe hier so ein Frühbeet eingesetzt, habe ich euch auch bereits ein Video dazu gemacht, das habe ich beim Lidl gekauft und ihr seht, wie toll das alles hier drin wächst. Wenn ihr euch ein Hochbeet anlegen möchtet, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, das Hochbeet im Herbst zu bauen, beziehungsweise im Spätsommer, Anfang Herbst. Denn ihr könnt unten im Hochbeet euren ganzen Schnitt, also welcher nicht giftig ist, reinpacken, könnt euer Laub reinpacken und habt somit im Frühjahr einen super Humus, Erde drüber, Pappe rein und. Also im Prinzip alles rein. Über den ganzen Winter könnt ihr im Prinzip aus eurem Hochbeet einen tollen Kompost machen, wo auch Gemüsereste reinkommen, Eierschalen und so weiter, Kaffeesatz. Und im Frühjahr macht ihr noch frischen Kompost dazu, vermengt das Ganze miteinander und Erde dazu und somit habt ihr ja ein Hochbeet mit einer tollen Erde. Welche Pflanzen setze ich in das Hochbeet? Das sind zum einen Radieschen, das ist Kohlrabi, im Prinzip alles, was unter der Erde wächst, also Kartoffeln natürlich nicht, dazu ist es zu klein, aber Pflanzen, Gemüse, welche von den Mäusen gefressen werden können, von den Wühlmäusen, also wie Kohlrabi, Radieschen, auch Salat, welcher von den Schnecken geschützt ist, denn Schnecken gehen hier eigentlich nicht hoch. Ich habe es noch nicht erlebt, dass hier eine Schnecke ins Hochbeet gewandert ist. Also genau solche Sachen setze ich ins Hochbeet rein. Ihr könnt auch eine Tomate reinsetzen, aber eine Tomate ist wieder ein Flachwurzler, da nimmt euch zu viel Platz weg. Das würde ich gar nicht unbedingt machen, zumal ihr das Hochbeet dann überdecken müsst oder abdecken müsst, da die Tomaten ja im Trockenen stehen müssen. Tomaten würde ich wieder entweder in die Erde stellen, ein Dach drüber machen oder in große Kübel setzen, damit diese auch unter dem Dach stehen können und nicht nass werden. Und so mache ich das mit allen Pflanzen, die nicht nass werden dürfen. Die stelle ich momentan unter ein Dach in einen Kübel hinein und recht nah an eine Hauswand. Ein weiterer Vorteil von einem Hochbeet ist, dass hier sich keine Tiere verewigen, das heißt, dass euch hier keine Katzen reinmachen, also habe ich noch nicht erlebt, oder andere Tiere hier ihre Exkremente loswerden. Ihr müsst es halt öfter gießen, weil das Wasser nach unten absickert, aber ist bei Töpfen auch nicht anders, also bei Kübelpflanzen, von daher nutzt ein Hochbeet für Pflanzen, welche unter der Erde wachsen. Auch ist ein Hochbeet nicht schlecht für mediterrane Pflanzen, denn diese brauchen ja nicht so viel Wasser und somit macht es auch nichts aus, wenn der
Boden im Hochbeet mal ein bisschen trockener ist. Auch Erdbeeren könnt ihr gerne ins Hochbeet setzen, denn Erdbeeren sollt ihr ja mit ein bisschen Stroh oder Heu unterlegen, damit die Erdbeeren nicht direkt auf dem Boden liegen und Schimmel bekommen. Ja, das waren jetzt meine Vorteile zum Sachen Hochbeet bzw. im Versus zwischen Hochbeet und Kübelpflanzen. Wenn ihr noch weitere Vorteile wisst oder Nachteile, schreibt es unten in den Kommentaren, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, drückt die Abo-Glocke und wir sehen uns bereits in meinem nächsten Video wieder. Ich danke dir fürs Zuschauen, ciao und bis bald, dein Zusch, Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir weitere Videos an, die ich dir hier eingefügt habe. Ciao und bis bald.